Willkommen beim Oldtimer-Zentrum Berlin. Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn es darum geht, Autos aus den USA zu importieren. Wenn ihr Fahrzeuge in den USA habt, die euch interessieren, die wir vielleicht inspizieren sollen oder wo ihr sagt, ich brauche dieses oder jenes Auto, dann könnt ihr euch gerne jederzeit bei uns melden und wir haben viele Möglichkeiten für euch, das richtige Auto zu finden. Sag mal, ist das nicht das gleiche Auto, wie mein Kunde sucht, der uns gestern angerufen hat? Herr Müller, ich grüße Sie, guten Tag. Der SL und die Suche, die ist immer noch aktiv. Wie Sie wissen, Vario Color 2, ganz, ganz seltene Farbe. Ich glaube, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es waren 143 Stück. Da können Sie sich vorstellen, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Ne? Herr Müller sucht nämlich ein 500 SL Mopf 2. Das ist also von 99 bis 2001, der Baureihe 129. 143 Stück gab es davon. Das muss hier schon eine Weile stehen, ne? Guck mal, die Registrierung ist auch schon abgelaufen. Die Tür ist offen. Dein Ernst? Ja. Vor allem der Schlüssel steckt. Check mal ein. Ja, aber der gehört ja irgendwem. Guck mal, wenn der schon Registrierung abgelaufen ist, er so aussieht, wie er hier aussieht, dann sage ich dir, dann hat ja einfach hier nur jemand abgestellt, um den loszuwerden. Das springt immerhin an. Weißt du was? Hm. Wenn er anspringt, können wir mal eine Runde drehen. Ja, abstellen hier können wir ja immer noch. Ja, ja, ja. Müsst jetzt bloß aufpassen, dass du es keinen Bulle anhältst. Schau mal, ob du irgendwo eine Visitenkarte oder so findest. Ach, guck mal, hier ist richtig viel Paperwork drin. Da steht da wenigstens eine Nummer oder sowas? Ja, hier steht irgendwie eine Firma drauf. Gates Foundation. Ah, hier sind noch E-Mails dran und so. Ja. Sir Bill Gates. Was? Phil Smart von Mercedes-Benz Center schreibt auch an Bill Gates. Was? Mr. Bill Gates. Ich kann das Auto gehört nicht Bill Gates. Das Auto gehört Bill Gates. Ach, scheiße. Wir haben einen Copcar hinter uns. Vielleicht sieht er ja nichts. Ja, nee, ist ja. Following an SL 500. Plates seem to be out of date on this car. SL 500 2000. Ja, alles gut. Ist ja passiert nichts. Wants and warrants, 2000 SL 500 Mercedes, 8B Ernie, Jacob 473, wants and warrants. Wer kommt der jetzt wirklich? Hello, officer. Your tags are expired. Oh, really? Yeah, is there a reason for that? I'm sorry, sir. I didn't know that. Okay, I need your license and registration. Sorry, I'm from Germany and I just forgot my driver's license. So we're in contact with the seller, but we didn't have the chance to just buy it. So Yeah, sounds kind of fishy. Yeah, I'm sorry, sir. It's just I'm a little bit nervous. It's not I run every day into a police thing, you know. So I'm really sorry for that. I'm gonna have to run this plate. Okay. You stay right here. Sure, yes, sir, of course. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja, abhauen, oder? Digga, wir können nicht abhauen, Alter, der schießt uns oder so. Ja, können wir uns irgendwo verstecken mit der Karre? Scheiße, warte, weißt du was? Here's the problem. Scheiße, Alter, wir hauen echt ab. In pursuit, SL 500, license plate previously given, in pursuit. SL 500 on the move. Wir besorgen euch jedes Auto natürlich auch auf dem regulären Weg. Das war so eine kleine Idee, die wir hatten.
um das alles so ein bisschen aufzulockern. Das bedeutet, wenn ihr ein Auto sucht, gebt uns Bescheid, meldet euch bei uns, das ist gar kein Problem. Wir finden auch mit Sicherheit das Auto, was ihr sucht. Oder ihr sagt uns, die und die Preisklasse, da kann ich mitspielen, was hast du da für mich? Auch da finden wir das passende Auto. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir hatten jede Menge Spaß daran. Wenn es euch gefällt, lasst uns ein Like da oder teilt es. Und vielen Dank und ich hoffe, bis demnächst.